Zumindest die Deko will Doris Schott beisteuern zur Geburtstagsfeier ihrer Tochter Sarah. Ich bringe den Kuchen. Yeah, yeah. Eine selbstgebackene Lunge. Ich finde es irgendwie schöner wie jetzt so einen ganz normalen Geburtstagskuchen oder so, weil ich meine, ich habe ja nicht Geburtstag im klassischen Sinne, sondern wir feiern, dass ich eben vor einem Jahr ein neues Leben geschenkt bekommen habe, eine neue Lunge geschenkt bekommen habe, dass wir eben wirklich, ja, Danke sagen, dass ich diese Chance erhalten habe. Doris Schott liebt die schrägen Ideen ihrer Tochter. Sie hat Sarah durch eine lange Krankheit begleitet. Sie hat mitgelitten. Sarah hat Mukoviszidose, eine Erbkrankheit, die die Lunge schwer schädigt. Die meiste Zeit ihres jungen Lebens verbrachte Sarah im Krankenhaus. Im Frühjahr, das war wirklich schon sehr kritisch, hatten wir viel Angst wegen der Sarah. Es ging ja so schlecht, dass wir alle gedacht haben, wenn jetzt nicht bald was passiert, dann haben wir keine Chance mehr. Und sie selbst hatte das Gefühl ja auch, dass es nicht mehr lange gut geht. Und das war, glaube ich, dieser Anruf so auf den letzten Drücker. Der lebensrettende Anruf vor genau einem Jahr. Das Spenderorgan für ihre Tochter kommt tatsächlich. Doris und Jürgen Schott haben Sarah gemeinsam in der Transplantationsklinik beigestanden. Stundenlang gebankt, gehofft, immer wieder muss die Mutter an ihre ältere Tochter Miriam denken. Die ist 10 Jahre zuvor an Mukoviszidose gestorben. Der Gedanke an die Miriam, der ist immer da. In der Nacht war dieser Gedanke ganz intensiv auch da. Weil natürlich ein Kind zu verlieren ist was ganz extrem Hartes. Das tut weh. Die Erleichterung ist riesig, weil bei Sarah, ihrer jüngeren Tochter, alles gut gelaufen ist. Sarah hat überlebt. Ein Wunder für die Eltern, die beide Ärzte sind. Als Wunder bezeichnet die Mama auch, wie schnell Sarah fit wird. Die Lunge des Spenders funktioniert perfekt. Dann ist Corona gekommen und verängstigt Doris Schott erneut. Wieder ist ihre Tochter in Gefahr. Sie beschützt ihre Hochrisikopatientin, isoliert sie. Jetzt, ein Jahr nach der Transplantation, hat die Tochter Puste ohne Ende. Aber noch was ängstigt sie nun alle. Die 250 Pillen pro Woche, die sie nehmen muss, haben einen bösartigen Tumor verursacht. Sarahs Leben ist noch mal mehr gefährdet. Sie macht jetzt eine Chemotherapie, die Konsequenz, die Mutter muss ihr die Haare abschneiden. Wir haben auch zusammen ein paar Tränchen verdrückt. Und trotzdem hat die Sarah einfach, weil sie so stark ist und gesagt hat, wir machen das jetzt so, und die wachsen wieder. Mein kleiner Klatzkopf. Aber man gewöhnt sich auch dran. Also es ist schon noch super ungewohnt. Wenn ich morgens in den Spiegel gucke, denke ich so, wer ist das? Ich muss ja ehrlich sagen, jetzt wo ich so eine tolle Lunge habe und noch so viel vorhabe und so viel Lebensenergie in mir drinnen ist, ist der Tod auf gar keinen Fall eine Option. Wir machen diese Therapie und wollen da durch und hoffen, dass dann alles gut ist. Wir denken nicht ständig daran, dass das vielleicht auch anders ausgeht. Stolz ist die Mama, dass Sarah der unbekannten Spenderfamilie nun einen Dankesbrief geschrieben hat an ihrem ersten gemeinsamen Lungengeburtstag. Nehmen wir mal ein bisschen das. Guck mal, so, ja. Das ist gut. Okay. Das ist schön. Ja? Okay. Das ist gut. Ja. Hm?